treten ja ganz verschiedene Künstler hier auf und repräsentieren damit auf irgendeine Art und Weise auch die 200 Jahre, wo nicht nur von Tradition und Moderne die Rede ist, sondern von einem Land, das sich dauernd im Wandel befunden hat. Nordikum und wir sind Kelten und das andere sind wir auch. Zugezogen, weggeblieben, morgen wird dann gestern sein. Salzburg, Land im Wandel. Und jetzt darf ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, noch einmal sehr herzlich hier in der Salzburger Residenz begrüßen. Zum Festtag, zum Jubiläum Salzburg 2016, Salzburg 200 Jahre bei Österreich. Wie immer, so waren es auch in diesen 200 Jahren Menschen, die durch ihr Handeln Geschichte schreiben, die leben, leiden, hoffen, erdulden, ertragen, auch selbst verursachen, neu anfangen, nicht aufgeben. Wir wissen, wenn sich Bayern und Österreicher zusammentun, kommt immer was Gescheites raus dabei. Ich stelle mir vor, dass die Kunst gewissermaßen die Seele der Geschichte ist und sich sinngebend über die schon Gestürzten und uns, die unaufhaltsam noch Stürzenden, ausspannt. Wolfram Paulus, Salzburg-Fessis. Und der Österreicher tendiert zur Wasserlocken-Theorie. Die ist relativ einfach. Er geht so lange nicht mehr Wasserlocken, bis das Auto kommt und spritzt noch. Ich bin der Samuel und komme aus Hitschlag und zwar aus der Wolfau. Ich glaube, wenn man da heute das lebenslang machen möchte, muss man wirklich seine Person so leben, wie man ist, schon. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft und vielen Dank für die Beiträge des Landes Salzburg zum gemeinsamen Wohl der Republik Österreich. Auf unsere Zugehörigkeit zu Österreich gemünzt kann ich also sagen, ist eh nicht so schlecht. Mit anderen Worten, Herr Bundespräsident, wir bleiben vorerst zumindest.